Der Akku hat durchgehalten. Das war knapp jetzt. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom März geben. Im März ist es auch irgendwie wieder schon jetzt eskaliert. Ja, der Januar war ja mit seinen 5 Neuzugängen wirklich Highlight dieses Jahr. Der Februar war dann etwas eskaliert und auch der März ist wieder dezent eskaliert. Und ich befürchte auch, dass der April wieder eskalieren wird. Also, aber umso besser für euch, umso mehr Neuzugänge. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter in Schwafeleien verfalle, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Wie immer beginnen wir mit den Büchern, die ihr irgendwo schon mal gesehen habt, die ihr schon kennt. Da rausche ich jetzt auch einfach mal so durch. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Und zwar ist das This New World von Laura Newman, was bei mir eingezogen ist. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich fand es ganz, ganz toll. Schaut euch mein Video dazu einfach an. Ich fand das Buch ganz, ganz toll und kann es euch nur empfehlen. Dann habe ich noch bekommen Forever in Love von Cora Carmack, meine Nummer 1. Das ist der dritte Teil der Forever in Love-Reihe. Hier geht es um Antonella und Matteo und auch dieses Buch war wieder ein Traum. Es ist eine ganz, ganz tolle New Adult College Football Geschichte und wer auf sowas steht, sollte sich diese Bücher auch auf jeden Fall mit angucken. Dann ist noch eingezogen bei mir Every Little Thing von Samantha Young. Es ist der zweite Teil der Hardware Love Stories. Auch dieses Buch hat mir gut gefallen, war jetzt aber für mich nicht das beste Buch von Samantha Young. Also es war eine gute, solide Geschichte, die mir Spaß gemacht hat, aber da hat irgendwo für mich ein bisschen was gefehlt. Wenn ihr genaueres wissen wollt, dann schaut auch hier mein Video dazu rein. Ich verlinke euch alles oben oder unten. Je nachdem, wie ich es mal nicht vergesse. Ja, war aber auch, wie gesagt, eine gute Geschichte. Dann ist bei mir eingezogen von Carly Phillips Dare to Love 8, einmal und immer wieder. Das ist der vorletzte Teil der Dare to Love-Reihe. In diesem Buch geht es um Lucy und Max Savage und ja, diese Geschichte hat mir auch gut gefallen, war aber jetzt einer der schwächeren Dare to Love-Teile, also war jetzt ein schwächerer Teil der Reihe, definitiv. Hier gab es halt sehr viel Zwischenmenschliches und sehr viel Diskussionen, aber es ist halt so von der Handlung nicht allzu viel passiert und das fand ich ein bisschen schade, da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber es war eine gute, solide Erotikgeschichte und ja, ich mag ja die Dare to Love-Reihe, ich sag jetzt ja immer wieder, ne? Wer Bock auf so coole, dünne Bücher so für zwischendurch hat, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Dann ist bei mir eingezogen Morgen liebe ich dich für immer von Jennifer L. Armentrout. Auch hier hat mir das Buch gut gefallen, aber es war ein Jennifer L. Armentrout untypisches Buch meiner Meinung nach. Denn hier liegt der Fokus nicht wirklich auf der Story, sondern auf der Charakterentwicklung. Und das war für mich am Anfang etwas schwierig, das zu lesen, denn die Geschichte kam nicht wirklich in Fahrt. Sie hat sich sehr gezogen am Anfang. Sie ist wirklich nur so dahin gedümpelt, bis dann wirklich an dem Punkt, was passiert ist, wo die Geschichte dann endlich mal so ein bisschen Spannung hatte. Und das bei so einem dicken Buch ist so echt anstrengend gewesen. Aber das Ende hat mir dann auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, auch dieses Buch mochte ich. Es ist ein Jugendbuch mit einer sehr ernsten Thematik, was ich auch mal gut finde. Und ja, I like. Das waren jetzt die Bücher, die ihr schon mal irgendwo gesehen habt. Machen wir mit den Büchern weiter, die ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar bei mir eingezogen ist noch Game On von Kristen Callihan. Mein Herz will dich. Das ist der erste Teil der Game On-Reihe. Ich habe ja die The Darkest London-Reihe von Kristen Callihan gelesen und habe die total gefeiert. Also ich fand den ersten Teil mega. Der zweite war genauso gut wie der erste, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und der dritte war dann so ein bisschen, naja, der dritte, gut, der hat es dann nicht mehr ganz so gerissen. Aber trotzdem im Großen und Ganzen feiere ich diese Reihe von ihr total. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf Game On, Mein Herz will dich. Da sind ja inzwischen auch alle drei Teile erschienen von dieser Reihe. Und ja, ich habe nur Gutes bisher über dieses Buch gehört. Und ja, ich werde versuchen, es demnächst dann auch endlich mal mitzulesen. Und ja, I like it. I hope so. So. Dann ist bei mir eingezogen ein Buch, was mir die liebe Niki mal wieder zugeschickt hat. Niki, du musst echt aufhören, mir Bücher zu schicken, weil das ist nicht gut. Zum einen habe ich so viele Bücher und zum anderen, hör einfach auf damit, Niki. Lass es einfach. Du musst mir nicht immer Bücher schicken. So, ja, auf jeden Fall habe ich von der lieben Niki noch ein Buch bekommen und zwar dieses hier. Pygmalion, perfekt und verliebt von Glennon Miller. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Pygmalion, ja doch irgendwie so. Und das ist auch eine erotische Liebesgeschichte und Niki hat die total gefeiert und Niki hat gesagt, das ist so eine tolle Geschichte, du musst dieses Buch unbedingt lesen. Und ich habe gesagt, ja, ich gucke es mir dann mal mit an und dann hat sie es mir halt so geschickt, die verrückte Nudel. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich mal dazu kommen werde, es zu lesen, weil es ist ein großes, dickes Buch mit kleiner Schrift und das motiviert mich im Moment gerade nicht dazu, irgendwie nach diesem Buch zu greifen, aber ich werde mal gucken, dass ich es dann auch sehr schnell mitlesen werde und ja, ich bin gespannt auf die Geschichte. Es geht, in diesem Buch geht es um Henrik und Lisa und Henrik ist ein
berühmter Imageberater und Frauenhasser und er willigt ein, seine Küchenhilfe Lisa zu coachen, um aus ihr eine begehrenswerte Frau zu machen, der alle Männer zu Füßen legen, und als Gegenleistung muss sie ein Wochenende lang seine Verlobte spielen, um die boshafte Tante vom Erbe zu überzeugen irgendwie, und dann passiert natürlich an diesem Wochenende einiges, was das Ganze irgendwie aus dem Ruder laufen lässt. Es steht kein Wunder also, dass an diesem Wochenende alles ganz anders läuft, als es geplant ist. Und ich bin mal sehr gespannt auf dieses Buch. Wie gesagt, Niki hat davon total geschwärmt. Und bei Niki ist es ja eigentlich so, wenn Niki ein Buch für gut empfindet, dann ist es eigentlich auch gut. Da kann man sich auf ihre Meinung, was meinen Geschmack betrifft, auf jeden Fall verlassen. Und ja, wie gesagt, im Moment schreckt mich die Dicke und diese kleine Schrift ein bisschen ab. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Buch ist und freue mich dann auch schon drauf, es mitzulesen. So. Dann bei mir eingezogen ist, endlich, Leute, endlich ist dieses Buch bei mir eingezogen. Broken Hearts Teil 3, Flammen des Begehrens von Gina Showalter. Es ist gestern bei mir angekommen. Ich habe gestern auch angefangen, es zu lesen gleich. Ich bin auf Seite 90. Und das war ein Hin und Her mit dem Buch, ich sage es euch. Ich habe doch im letzten Neuzugänge-Video dieses Buch gehabt mit dem hässlichen Cover, mit diesem Schmetterling und dieser Graffiti-Schrift. Und auf jeden Fall habe ich dann mit dem Verlag jetzt die Woche nochmal geschrieben und es hat sich rausgestellt, dass die beiden wohl die gleiche Artikelnummer haben und beim Versand da einfach was schiefgegangen ist und das falsche Buch aus dem Lager geschickt wurde, weil da ein Zahlendreher drin war. Deswegen haben sie mir das Buch jetzt nochmal zugeschickt und es ist endlich da und ich freue mich. Das andere Buch habe ich jetzt mit dem Verlag ausgemacht, behalte ich und werde es auch mitlesen, rezensieren, weil ich ja die Story eigentlich ganz cool fand. Und wie gesagt, ich freue mich, dass Broken Hearts Teil 3 jetzt endlich bei mir eingezogen ist. Und ich sage, ich habe gestern schon angefangen zu lesen und bisher gefällt es mir wieder richtig, richtig gut. Der Schreibstil ist einfach so, oh, die Charaktere sind einfach so, oh. Und ja, in diesem Buch geht es ja um Jessie, Kay und Wes. In den ersten beiden Teilen ging es ja um die Freunde von Wes, um Chase und Brooke. Und Wes ist jetzt quasi der letzte vom Trio, der noch Single ist. Und Jessie Kay ist die Schönheit der Kleinstadt. Sie ist Schönheitskönigin gewesen und sie hat es faustdick hinter den Ohren. Sie ist eine Frau, die sich nicht sagen lässt, die immer sagt, was sie denkt, ungefiltert. Und ja, ob sie schafft, Wes' Herz zu erobern, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, der Anfang ist sehr, sehr vielversprechend. Ich war sofort wieder drin in der Geschichte und es gefällt mir bisher echt richtig gut. I like. Ich freue mich jetzt, das weiterzulesen. Dann ist noch bei mir eingezogen dieses Buch, Von Worten berührt, von Jacqueline Fellgut. Das ist das letzte Buch, was sie im Dezember veröffentlicht hat in ihrem Jahresprojekt. Und ich habe mir das Buch jetzt noch gekauft und habe es mit zur Messe genommen. Und das ist die liebe Jackie, falls ihr sie mal sehen wollt. Und ich habe mir das auf der Messe, jetzt muss ich mal nehmen, ich habe mir das auf der Messe von Jackie auch signieren lassen. Und dann hat sie mir gesagt, noch eine Autogrammkarte mitgegeben. Und ich habe mich auch mit Jackie getroffen auf der Messe. Und Jackie, falls du das siehst, hello! Ja, es war auf jeden Fall total cool, Jackie auf der Messe zu treffen. Wir haben uns dann auch eine ganze Weile unterhalten und auch das war total cool. Und ich liebe ihre Bücher, ich liebe die Geschichten, die sie schreibt. Und Jackie hat so einen tollen, romantischen Schreibstil bei Liebesgeschichten. Das ist einfach so unglaublich und deswegen musste ich mir dieses Buch jetzt einfach noch mitkaufen. Ich will mir auch die anderen Bücher, die sie letztes Jahr in ihrem Jahresprojekt geschrieben hat, die will ich mir auf jeden Fall auch noch mit angucken und lesen. Und ja, freue mich dann jetzt aber erstmal auf Von Worten berührt und ja. Ich finde es ganz, ganz toll und ich muss auch sagen, dass ich die Cover immer ganz cool finde von ihren Büchern. Die sind ja immer alle, also ich kann euch ja mal hier zeigen, es sind ja so ein paar von den anderen. Und die sind halt nicht so typisch mit Gesichtern drauf und so, sondern halt wirklich so immer schön grafisch dargestellt. Und das ist das neue Buch von ihr, was dann jetzt rauskommt und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, das dann mitzulesen. Das heißt das Päckchen und ja, jetzt freue ich mich aber erstmal auch von Worten berührt. Und hier geht es um Penny und Penny möchte Schriftstellerin werden, aber das ist halt nicht so leicht, denn sie ist die Mutter eines dreijährigen Wirbelwinds und verdient sich halt ihre Brötchen als Assistentin eines Bestseller-Autors und der benutzt sie halt und der behandelt sie halt nicht gerade freundlich. Und hier steht dann noch, aber manchmal braucht das Schicksal nur einen kleinen Schubs, eine U-Bahn und einen Mann in Tweed. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und das klingt sehr, sehr cool. Und ich weiß, bei Jackie kann man sich auf eine tolle Liebesgeschichte verlassen und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, dieses Buch mitzulesen. Dann noch bei mir eingezogen ist dieses Buch hier, Infernale 2, Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan. Das ist der zweite und letzte Teil dieser Dilogie. Ich habe jetzt noch hier unten ungefähr 80 Seiten, dann bin ich mit diesem Buch fertig. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut, aber irgendwie passiert von der Handlung nicht wirklich was. Also es geht ja hier in diesem Buch um dieses Mördergehen und dass diese Leute, die mit diesem Mördergehen
Also dass die Leute, die dieses Mördergen in sich tragen, die werden ja wie Aussätzige behandelt und in so Internierungslager gesteckt. Und dann gibt es hier natürlich noch eine Rebellion. Und ja, irgendwie passiert in diesem Buch, was das betrifft, nur so am Rande was. Wir begleiten hier wieder unsere Protagonistin Davy. Und ja, dieses Buch ist bisher eigentlich echt cool geschrieben. Und ich mag es auch, das zu lesen, aber irgendwie fehlt es mir bisher an allen Enden und Ecken und ich bin gespannt, wie die Autorin das jetzt auf den letzten 80 Seiten alles auflöst und was dann noch alles passiert. Und ja, ich werde euch berichten, wenn ich fertig bin mit diesem Buch, wie es mir gefallen hat. Das nächste Buch habe ich nur ausgeliehen, da ich es aber diesen Monat mitlesen werde, dachte ich mir, ich halte es trotzdem an die Kamera. Es ist ein Buch ohne Schutzumschlag. Yeah, hey, ich blende euch hier das Cover mal ein, wie es eigentlich aussieht. Und zwar geht es um das Buch von Marilou, Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche. Wie gesagt, ich habe dieses Buch nur ausgeliehen und ich leihe mir Bücher prinzipiell ohne Schutzumschlag aus, damit ich ihn nicht kaputt mache. Deswegen, ich verleihe Bücher ja auch nur ohne Schutzumschlag. Und dieses Buch sieht ohne Schutzumschlag einfach mal, naja, nicht so doll aus, deswegen legen wir es mal beiseite und ich blende euch hier dieses Cover ein. Und ja, in Young Elites geht es ja um, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, Alina? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall entwickelt ja die Protagonistin magische Fähigkeiten und ja, dann passiert ganz viel krasser Holy Shit und sie ist irgendwie so eine Anti-Heldin und ja, ich bin auf jeden Fall auf dieses Buch sehr, sehr gespannt und freue mich, das jetzt mit endlich lesen zu können und ich habe mich ja geweigert, dieses Buch zu kaufen. Es ist eine längere Geschichte, aber ich habe mich geweigert, dieses Buch zu kaufen. Deswegen habe ich es mir jetzt ausgeliehen, endlich. Und danke, Niki, dass du es mir ausborgst. Und ja, ich bin auf dieses Buch sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. Und ja, werde berichten, wenn ich es gelesen habe. Dann habe ich noch ein Buch diesen Monat gekauft, was ich heute anfange dann, wenn ich mit Infernale fertig bin. Und zwar ist das Alles oder Nichts von Simone Arnstedt. Das ist der dritte Teil dieser Only One Night Reihe, heißt sie, glaube ich, die Reihenbezeichnung. Und ja, in diesem Buch geht es um Tom Lexington und Ambra oder Ambra. Auf jeden Fall ist mit Tom am Ende vom zweiten Teil was ganz krasses passiert und ich weiß jetzt noch nicht, wo dann der dritte Teil ansetzt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt und ich glaube auch Ambra oder Ambra hat man im zweiten Teil schon mal ganz kurz kennengelernt, denn sie ist Journalistin und auf der Suche nach einer heißen Story und Ambra muss an diesen Ort zurückkehren, wo sie nie wieder hin wollte und Tom versucht sich zurück ins Leben zu kämpfen nach dem krassen Scheiß, was am Ende vom zweiten Teil passiert ist und ja, ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte und freue mich darauf. Meine Arbeitskollegin hat es schon gelesen und hat gemeint, für sie ist es der beste Teil dieser Reihe. Und ich bin mal gespannt. Ich finde das Cover auf jeden Fall wieder richtig, richtig hübsch. Und ja, ich finde die Cover von allen drei Büchern richtig hübsch. Und ich mag diese Reihe bisher total gern und freue mich da jetzt wieder drauf, das zu lesen. Und ja, I like. Ich werde berichten. Dann habe ich gestern noch zwei Bücher vom Verlag bekommen, die ich angefragt habe, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich sie bekommen habe. Und zwar einmal Ewig Dein von Janet Clark. In diesem Buch geht es um Josie und Josie lebt auf einer Pferderanch und auf einmal wird diese Pferderanch Schauplatz mysteriöser Ereignisse. Und Josie lernt dann Ray kennen, er ist ein bisschen... Doch Josie muss erfahren, dass diese Schein trügt, als sie den faszinierenden Ray kennenlernt, denn ihre große Liebe trägt ein Geheimnis mit sich herum, das Josies Welt in größte Gefahr bringen könnte. Und so muss Josie sich entscheiden, auch wenn der Preis dafür vielleicht ihre Liebe ist. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und ja, ich freue mich drauf. Es ist eine Teenie-Liebesgeschichte und ich mag sowas ja gerne lesen und ja, mal schauen, wie dieses Buch ist. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Der Prinz der Elfen von Holly Black. Ich habe dieses Buch in meinem Neuerscheinungsvideo vergessen zu erwähnen. Das tut mir sehr leid. Ich habe es irgendwie nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Jetzt blinkt auch noch mein Akku, das heißt, ich muss mich beeilen. In diesem Buch geht es um einen Elfenprinzen in einem gläsernen Sarg und Hazel und ihr Bruder tun 16 Jahre lang diesen Elfenprinzen in dem Sarg beobachten und hoffen irgendwie noch, dass er vielleicht doch noch eines Tages aufwacht und erzählen ihm halt immer von ihrem Leben und ihren Geheimnissen und eines Tages ist der Elfenprinz weg. Und Hazel muss sich entscheiden, hier steht er noch, bis der Sarg plötzlich leer ist und Hazel sich als Ritter in einem Spiel mit wechselnden Loyalitäten und gefährlicher Liebe beweisen muss. Und John Green sagt, keiner schreibt wie Holly Black. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich werde auch hier berichten. Ich finde das Cover auch mega cool. Und ja, freue mich da schon sehr. Das waren meine Neuzugänge vom März. Ich hoffe, der Akku tut jetzt nicht in der Verabschiedung bei sagen. Wenn nicht, bin ich einfach weg.
Falls ihr eins von den Büchern kennt oder schon gelesen habt, schreibt mir wie immer eure Meinung, Kommentare, Anregungen, was auch immer. Schreibt mir alles unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss!